Moin Leute, euer Dude hier und zwar heute mal mein zweites Video zum Star Citizen, zum Hangar-Modul. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich im letzten Video schon am Ende angekündigt hatte, dass ich noch ein weiteres Schiff ins Auge gefasst habe, da wir als Catpack so mehr oder weniger zusammenreisen wollen durchs Weltall und da brauchen wir natürlich mehr Platz. Ja, und das Schiff habe ich mir jetzt geholt und ich wollte euch noch ein paar andere Sachen zeigen, die dieser Hangar bei mir jetzt beinhaltet. Es gab diverse Patches in letzter Zeit. Natürlich ist es immer noch nicht perfekt optimiert. Diverse Bugs sind weg jetzt, ein paar neue sind da, wie zum Beispiel diese Bildruckler, wenn man mit der Kamera so ein bisschen nach rechts geht. Naja, alles noch Pre-Alpha. So, bevor wir jetzt das neue Schiff sehen, ich einen kleinen Rundgang mit euch mache. Oh Gott, dieses Shaken wird mir auf den Sack gehen, glaube ich. Gucken wir uns doch mal meine neue Spielecke an. Ja. Und zwar habe ich mir von meinen Credits, die ich in meinem Paket bekommen habe, ein paar Poster besorgt, damit das hier ein bisschen heimisch aussieht, nicht mehr so kühl und so kalt. Ja, und der junge Mann, das ist irgendwie neu, das habe ich heute erst gerade entdeckt. Und zwar sehr interessant. Können wir damit einfach unseren Charakter mal wechseln? Das Outfit. Oh Gott, ich hoffe, das wackelt jetzt nicht zu sehr. Ja, und zwar haben wir aktuell diesen jungen Mann hier, der etwas kahlköpfig ist, in seinem Raumanzug. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal auf den neuen. Und schwuppdiwupp sind dem Dude ein paar Haare gewachsen. Aber nett, dass dieses Use genau vor deinem Gesicht ist. Oh. Hab ich irgendwas kaputt gemacht gerade? Ich hoffe nicht. Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Idee weiter, wie später so die Charakteranpassung aussieht und alles Mögliche. Ja, so, dann habe ich hier hinten noch meine Koje, wie man unschwer erkennen kann. Ein bisschen mich ein wenig ducken, da ist noch so ein Display. Ich weiß nicht, das ist mein Herzschlag-Überwachungsmodus, falls ich nachts irgendwie an einem Herzinfarkt sterbe. Ich habe keine Ahnung. Wow, oh Gott, das wird ein ruckliges Video. Ja, und hier haben wir ein wunderschönes Aquarium. Oh mein Gott, Fische aus anderen Welten. Das war irgendwie jetzt zuletzt ein Geschenk für die Leute, die das Projekt schon unterstützt haben. Weil wieder weitere Milestones erreicht wurden. Und zwar, falls ihr euch noch erinnert, im letzten Video hatten wir ja gerade die 17, oder Star Citizen hatte die 17 Millionen Dollar an Crowdfunding geknackt. Jetzt, so gute 2 Monate später, sind wir bei sage und schreibe 27 Millionen Dollar. Oh mein Gott. Ja, und zwar, dieses Aquarium wird auch einen nicht nur optischen Nutzen haben. Also man kann es in dem Sinne noch verändern, indem man praktisch, wenn man andere Welten besucht später, Fische sammelt. Ja, man kann wirklich Fische mitnehmen und dann kann man sich die in sein Aquarium reintun. Ich hoffe, die passen dann auch hier rein. Ich weiß ja nicht, wie groß manche Fische in manchen Welten sind. Das sieht irgendwie schon sehr nett aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Hätte ich auch gern bei mir im Wohnzimmer. So in der Mitte des Raums als Raumtrenner. Dann abends das Licht aus. Nur die Beleuchtung im Aquarium, ein bisschen chillig. Ja, und dieser Fisch ist ein Midas-Fisch, wie wir hier sehen können. Was steht da noch? Planetname Kessel. Das andere kann ich nicht lesen. Ops, Ghost System. Ja, von welchem Planeten und welchem Sternsystem der junge Mann kommt. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ich habe ihn noch nicht gefüttert. Ich weiß gar nicht, was fressen die denn? Ja. Hier haben wir jetzt auch eine kleine Veränderung im Hangar, die reingepatcht wurde. Und zwar ein paar kleine Werbespots, und zwar wirklich im Widescreen. Das nenne ich mal wirklich einen breiten Widescreen. Wo wir hier uns ein paar Sachen zu anderen Schiffmodellen angucken können. Sieht wirklich sehr cool aus, muss ich sagen. Hier zum Beispiel die verschiedenen Modelle der Aurora. Macht schon was her, auf jeden Fall. Also das nenne ich so meine kleine Spielecke jetzt hier. Da schlafe ich, das ist mein Aquarium, da ist mein Breitbildfernseher. Okay, so, ich denke mal, ich habe euch genug geteased. Wir schreiten doch einfach mal direkt zum neuen Schiff und da ist es. Die Freelancer. Okay, die Animationen sind etwas buggy, deshalb gehe ich jetzt lieber in First Person. Das wird unser Langstreckentransport. Raumschiff, mit dem das Catpack durchs Weltall reist. Und hier haben wir immer noch leider diesen Soundbug. Wenn wir
diesen Bereich des Hangars kommen, dass der Sound dann leider leise wird. Und schwupps. Egal, das soll uns nicht weiter stören. Sie haben jetzt auch die Optik von außen der Schiffe etwas verändert, sodass die etwas heller sind, dass man die Oberfläche ein bisschen besser sehen kann. Die ganzen Details, die da drauf sind. Atemberaubend, Freunde, atemberaubend. Ich kann es nicht anders sagen. Ich laufe jetzt einmal hier rum. Wir haben da diese zwei Laserkanonen links und rechts und dann diese... Wow. Jede Menge Raketen, die wir hoffentlich nicht brauchen werden. Es sei denn, uns werden Piraten überfallen, dann werden wir sie natürlich benutzen. Wahnsinn. Also in dem Schiff hat, ich glaube, eine 2- oder 3-Mann-Crew benötigt das. Oder kann es haben. Natürlich ist Platz aber, was ich gesehen habe, für 4 Leute. Das heißt, wir könnten noch jemanden mitnehmen. Bloß natürlich jede Menge Stauraum. So, dann nähern wir uns mal dem Eingang. Und wieder diese ganzen Details hier, ganz ehrlich. Oh mein Gott, Craigasm, Leute. Captain on board, sag ich nur. Auf alle Fälle. Haha, Glitch. Okay, bevor wir jetzt wieder ins Cockpit gehen, das heißt wieder, bevor wir ins Cockpit gehen, gehen wir in den hinteren Bereich. Willkommen im Frachtraum. Kann man die auch wieder schließen? Ich weiß gar nicht. Natürlich kann man sie wieder schließen. So, hier hat sogar noch jemand einen kleinen Sitzplatz. Das könnte etwas eng werden. Jemand, der auf die Ladung aufpasst. Also es ist jetzt nicht riesig, aber... Oh Gott. Es passt schon jede Menge rein, würde ich sagen. So, und diese Luke können wir auch öffnen. Ich hab's Zeit. So, und dann können wir hier Darky hinschicken. Und der rennt dann die ganze Zeit und lädt die Fracht aus und ein. Ja, und wenn der Darky mal nicht die Fracht ein- und auslädt, wird er da oben, man kann es etwas sehen, auf diesem Tourette, heißt das Tourette? An dieser Kanone sitzen. Das wird dann irgendwie, das ist so ein kleiner Sitz. Den kann man jetzt, kann man den jetzt schon benutzen? Nee, ne? Oder? Wartet. Ich denke, das ist die Tür nur. Wartet. Oh! Gott im Himmel, mein Herz. Ja, auf jeden Fall, das kann man jetzt noch nicht bedienen aktuell, aber dann, ihr könnt sehen, dieser kleine Sitz kommt dann runter und von dieser Kuppel aus kann man dann halt die Laserkanone bedienen. Ja, ich hoffe mal, vielleicht hätte ich dieses Video machen sollen, nachdem sie diesen ekelhaften Kameraglitch gepatcht haben. Aber naja, egal, wir sind jetzt hier. Schließen noch schnell die Tür. Na. Und begeben uns in den vorderen Teil des Schiffes. Betrachten uns diese wunderschönen Displays. Hier wird dann, ja, Darky eigentlich sein Hauptplatz sein. Wenn er nicht gerade Fracht ein- und auslädt, wird er hier sitzen und er wird die Stabilisatoren und die, ihr wisst schon, bedienen. Ich frage mich gerade, ob das so eine gute Idee ist. Ja, hier haben wir unser Weltraumklo. Ist übrigens auch gleichzeitig eine Dusche, wie man da oben, kann man das von da sehen? Kann man da, kann ich mich da reinglitschen? Ja, ihr seht, es ist eine Dusche. Es ist klein, aber alles, was man so braucht, ist da. Und hier haben wir eine kleine Waschzeile. Für Geschirr oder was weiß ich. So, das bedürfte dann, weiß nicht, was macht man hier? Kann ich aktuell noch nicht sagen, was man an diesem Modul macht. Wir werden es herausfinden, genauso wie was man daran macht. Hm. Oh Gott. So, hier links und rechts haben wir... Oh, Moment. Oh Gott. Ich bin heute nur am Zittern hier. Unsere Schlafkoin. Und zwar da oben links, rechts und da unten. 4 Leute können hier schlafen, können hier mit rumreisen. Also wirklich jede Menge Platz auf kleinstem Raum. Ich weiß nicht, hier kann man sich jetzt aktuell noch nicht hinsetzen, leider. Aber das macht nichts. Aber man kann, wie... vorher, was man vorher nur machen konnte, sich auf den Pilotensitz setzen. Man kann sich jetzt auch auf den Beiflieger, Piloten, Co-Pilotensitz setzen. Dude, Gott. Oh mein Gott. Ja, es sieht ein bisschen komisch. Ist ein bisschen weit weg, so kommt mir das vor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir diese Instrumente da ganz vorne bedienen sollen.
Aber es wird schon irgendwie funktionieren. Irgendwie konnte man noch auch hier... Okay, aktuell kann man die Kamera hier gar nicht bewegen, sehe ich gerade. Es geht zwar noch das Rein-Raus-Zoom, oder ich weiß die Taste jetzt nicht mehr dafür. Ich bin der Meinung, es war G. Okay, es ist anscheinend nicht mehr G. Man hätte dann... Oh, oh, warte, doch, doch. Es geht. Moment, langsam. Dude. Kann man... Ah. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ist die Kamera... Oder die Maus... Nein, nein, hoch. Ist hoch und runter ist runter, Dude. Ja, das ist dann Scar sein Platz. Wenn er mal nicht gerade mit seinem eigenen Jet durch die Gegend düst und uns begleitet und uns beschützt. Ansonsten können wir auch mal kurz auf den Pilotensitz gehen. Oh mein Gott. Nein, andere Kameraperspektive. Ich stehe auf Scar seinem Stuhl. Setz dich dahin. Genau, das ist der Platz vom Dude. Da hängen ein bisschen Kabel rum da oben. Das sieht nicht so TÜV-gerecht aus, aber ich weiß nicht, gibt es einen Space-TÜV? Gute Frage, liebe Leute. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, im letzten Video habe ich ja gesagt, ich wollte ja noch ein paar Namen überlegen für die Schiffe. Für dieses Schiff, denke ich, habe ich einen Namen, und zwar aktuell tendiere ich stark zur Freedom. Ich weiß noch nicht, ob da ein USS oder ein MS davor kommt. Dann lasse ich mir noch mal ein bisschen Zeit mit dem Überlegen. So, für die Aurora... nicht für die Aurora, für die Origin 300i habe ich jetzt noch keinen Namen. Da werde ich mir noch einen überlegen müssen. Da werde ich mir Zeit mitlassen. So, und dann glitschen wir hier mal raus. Zitter, zitter. Verzeihung bitte. Ich war gerade letzte Woche, die ganze Woche krank gewesen mit Erkältung und ja, mir geht's so langsam wieder gut. Deswegen huste ich hier noch ein wenig rum. So. Krabbeln wir mal hier wieder raus. Stehen wir? Liegen wir? Wir stehen. Tun wir doch, oder? Ja. Also, wie gesagt, das ist das zweite Schiff. Ich denke mal, das sollte auch reichen. Ist natürlich jetzt nicht so wirklich günstig. Ich glaube, dieses Schiff hat jetzt einzeln... ich will nicht lügen, es sind 50 oder 80, ich weiß es nicht mehr, ich glaube eher 70, 80 Euronen gekostet. Wie gesagt, ich werde mir jetzt, denke mal, kein weiteres holen, weil die ganzen Schiffe, die wird man sich später auch mit dem verdienten Geld, was man in-game verdient hat, auch kaufen können. Und von daher, ich bin eigentlich rundum zufrieden, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein Transportschiff, wo ich mit meinen Jungs hier drauf durchs Weltall fliegen kann. Und ich habe meinen kleinen Fighter hier, mein Sexy Beast. Und ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon fast für diese Folge. So ein kleines Update aus meinem Hangar. Jetzt im Dezember kommt ja das Dogfighting-Modul raus, wo man ja endlich dann auf begrenzten Weltraumraum, ja, auf so einem kleinen Quasi-Modul gegen andere NPC-Jets-Fighter kämpfen werden kann. So wie hier in diesem wunderschönen Video. Oh mein Gott, ich kann kaum drauf warten. Ist kaum erwarten. Ja, seht ihr es? Ich bin schon am Stottern hier. Wahnsinn. Nun gut, dann... Das soll's von mir aus gewesen sein. Ein paar von euch, wie ich mitbekommen habe, der eine oder andere hat sich jetzt auch schon ein Package geholt. Ich denke mal, wenn wir uns bestimmt irgendwann im Weltraum zusammen sehen, kann man ja vielleicht mal zusammen so eine Handelsroute machen. Uns gegenseitig beschützen. Ob mit diesem wunderschönen Blick auf mein Aquarium, welches ich gerne im Real Life hätte, in der Größe, verabschiede ich mich für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal im Weltraum mit eurem Dude.